Hallo und herzlich willkommen zurück bei Metro Last Light Redux. Wir kämpfen uns über den roten Platz. Zumindest versuchen wir das. Da, noch eine! Waffe auf dem Boden und Hände hinter den Kopf! Verdammt nochmal, es ist Aktion! Na, dein Glück musste ja irgendwann aufhören. Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren. Kameraden, wir haben einen Sonderbefehl direkt von Genosse Korbus bezüglich dieses Rangers. Wir sollen ihn eliminieren. Feuer! Feuer nach eigenem Ermessen! Nicht bleiben! Ich helfe! Nicht mehr! Angriff! Eliminiert ihn! Führ den Befehl auf! Nein, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, nochmal. Waffe auf den Boden und Hände hinter den Kopf. Nicht bleiben. Nicht mehr. Zum Schatz. Einer von uns hat erwischt. Angriff! Eliminiert ihn! Führt den Befehl aus! Okay, also irgendwie habe ich das Gefühl, ihr wisst gar nicht, wo ich bin. Aber ist okay. Ich helfe dir zu sehen. Angriff! Angriff! Warum war ich jetzt noch 3 Schuss tot? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, also das vorher Zerstören von Lampen, gute Idee. So. Und. So. Ich glaube auch, dass das hier die Richtung unserer Wahl ist. Ah, noch eine! Waffe auf den Boden und Hände hinter den Kopf! Verdammt nochmal, es ist Aktion! Na, dein Glück musste ja irgendwann aufhören. Du kannst den Befehl beziehen. Nicht bleiben. Ich helfe. Nicht mehr. Zu erschöpft. Angriff! Eliminiert ihn! Führ den Befehl aus! Autsch! Hört ihr auf damit? Ich helfe dir zu sehen. Du hattest deine Chance. Du hättest bei der roten Linie bleiben können. Wir hätten dich aufgenommen. Ja, das habe ich gesehen. Ihr habt mich verraten. Mensch. Bin immer feierlich mit euch. Ich
Oder du musst jetzt fliehen und dann genau hierher kommen. Manchmal solltest du dein bescheuertes Tier noch benutzen. Oder hast du gedacht, komm raus! Nicht solange du lebst. Und ich auch nicht. Autsch! Du wolltest es nicht so wie wir. Wolltest dich uns nicht anschließen. Also willst du dir einfach ins Gras wachsen müssen. Also Artyom, das wird langsam langweilig. So das ist erledigt. Okay. Kleiner schwarzer Freund, ich bräuchte jetzt mal deine Hilfe. Autsch, autsch! Kacke. 3 Minuten 21 noch bis zum nächsten Filter. Ah, da vorne, jetzt hab ich den Dreck. Hab ich ihn? Jawohl. Sagt, das hat weh. Und was veranstaltet ihr hier mit mir die ganze Zeit? Bin ich tot, sobald ich dann nur einmal rausgucke? Mann. Scheiße. Okay, das ist doch schon besser. Halbes Magazin. Du bist down, ne? Da vorne sehe ich noch welche. Oh Mann, ich sehe da vorne gar nichts im Nebel. Das ist ein großes Problem. Ich hoffe, ich habe einen erwischt. Okay. Was machen wir? Mit einer Maske. Komm her. Drecksack. Du hast also beschlossen, hier aufzutauchen? Du hast Eier in der Hose, so viel ist sicher. Komm schon, Ranger, töten und verstümmeln, wie du es hier machst.
Oder bist du ein Angsthase? Also Artyom, bist du ein Angsthase? Das ist anders als das Verbrennen hilfloser Mutanten. Nein! Nein, das gibt's nicht. Weh, ich muss das jetzt alles nochmal machen. Ah, oh, Mensch. Komm schon, Ranger. Töten und verstümmeln, wie du es immer machst. Oder bist du ein Angsthase? Also, Artyom, bist du ein Angsthase? Das ist anders als das Verbrennen hilfloser Mutanten. Verdammt! Du bist ein hartnäckiger Hurensohn. Also, bist du hergekommen, um das Ende zu bringen, oder was? Komm schon her! Komm schon, Artyom! Komm hier hin! Ich kann... Artyom, du bist gut? Gut. Komm schon und bring es zu Ende. Von wo? Von rechts offensichtlich. Oh Mann. Er ist nicht rot. Kein Zorn. Nur Trauer? Ich verstehe nicht. Ich auch nicht. Und ich hätte auch sehr gerne ein Medipack. Oh Mann. Ein Messer? Toller Junge. Ohne Furcht und Tadel. Was zum Teufel ist das? Hä? Du lässt die Bestie auf mich los? Was für ein Held! So, dann schauen wir doch mal, was seine... Der Test an der Oktyabrskaja war erfolgreich. Das Virus tötet schnell und wird schnell inaktiv. Wenn wir genug davon bekommen, könnte die ganze Metro ausgelöscht werden. Aber zuerst müssen wir D6 einnehmen. Daher haben Sie, Genosse Morosov, nur eine Chance dafür. Der Orden hat gute Kämpfer, aber es sind zu wenige, um alle Zugangspunkte abzudecken. Unsere Späher haben einen schwach verteidigten Eingang gefunden durch den Kreml. Während Miller bei der Friedenskonferenz in der Polis ist, kann er seine Männer nicht befehligen. Ja, dann schlagen wir zu. Noch eine Woche, dann bricht ein neues Zeitalter an. Oh Mann. Okay. Und das war's. Was schon? Was ist los mit dir, ha? Entscheide. Du gehst. Du hilfst. Entscheide. Wir können nicht lange bleiben. Artyom, hau nicht einfach so ab. Okay. Ja gut, wir sind natürlich ein guter Mensch. Verpasst ihn einen Kopfschuss. Okay, aber jetzt hätte ich gerne ein bisschen Medizin. Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen.
Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft. Ja, wir müssen Miller auf jeden Fall warnen. Irgendetwas ist hier seltsam. Warte! Okay. Und wir haben uns offensichtlich ein wenig erholt. Wir greifen natürlich alles an Zeugs ab, was wir finden können. Weiter. Hier? Okay. Schon nicht im Schlamm versinken hier. Da greifen wir natürlich nicht ein, wenn die sich gegenseitig umbringen. Das soll uns nur rechts sein, da vorne ist ein Geflügelter. Und irgendwie an dem vorbei, ohne ihn aufzuschrecken. Ja, renn nur. Ist okay, soll mich nicht weiter stören. Okay. Das ist gerade ganz, ganz uncool. Ich glaube, wir müssen hier lang. Sicher bin ich mir damit nicht. Ich glaube, das ist der Weg, der momentan den meisten Sinn ergibt. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass wir gleich noch oben ankommen werden? Oh. Oh, Kacke. Die Gerüchte sind also wahr. Von diesem
Monsterviech haben wir ja schon in einigen Stationen gehört. Okay. Schauen wir mal hier vorsichtig drüber. Sie beschützt ihre Kinder! Pass auf! Ah! Renn doch! Hä? What? Sie beschützt ihren Rücken. Ist auch verletzlich. Okay. Gut, versuchen wir das nochmal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Sie beschützt ihre Kinder. Pass auf! Oh Mann, also nicht den Rücken zu drehen. Ich habe versucht wegzulaufen, aber das ging offensichtlich auch nicht. Okay, was sagt denn die Zeit? 2 Minuten. Sind wir auch schon drüber? Sehe ich gerade. Dann machen wir einen kleinen Cut und besiegen diese komische Bestie in der nächsten Runde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, wie ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten sagt mir doch bitte, was ich besser machen kann. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut, haut rein.